Willkommen zurück zu Daisy Epoch Shadows. Ja. Und ich bin in der Zwischenzeit mal kurz hier hinten noch gewesen, hab noch ein paar Getränkedosen und Essen. Hab jetzt, glaube ich, bloß noch einen einzigen Platz. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir uns in Richtung nochmal hier den Airport abklappern. Da drüben sind sonst standen da eben, auf anderen Servern kenne ich, dass da dann auch so Zelte standen. Ja, dass wir hier nochmal so die Baracken nochmal durchgehen. Und ich habe hier noch kein einziges Auto. Das ist ein Strauch, ja. Kein einziges Auto oder so gesehen. Jetzt habe ich natürlich noch 5 Schuss. Seiler ist das. Also 5 Zombies kann ich noch töten. Wenn ich da nicht eine andere Waffe finde, bin ich im Arsch. Aber hier scheint auch nichts so schnell nachzuspawnen. So. Muss hier der Schuss sitzen. Ein bisschen, weil ich will jetzt nicht so viele Zombies an der Backe haben. Ich könnte zwar in den Wald rennen und so wieder abhängen, aber naja. Und wie viel sind es? Einer. Na gut, den einen, den könnte ich eventuell, wenn ich noch einen Schuss habe. Nee, das wird so unsicher. Der soll mal lieber mitkommen in der Halle da hinten. Ich weiß, viele, die drehen sich um und schießen die einfach ab, aber ich weiß nicht, die wackeln mir zu viel. Da habe ich Angst, daneben zu schießen. Da renne ich lieber irgendwo in ein Gebäude rein oder in so eine Halle. Und dann gehen wir Richtung die Stadt nochmal. Ah, ich komme schon noch drauf. So, dann gehen wir mal hier rein, dass der uns hier folgt. Hier ist auch noch nichts gespawnt. Also ein bisschen. Ja, du kannst ruhig näher kommen. So. Weil du mir den weiten Weg gefolgt bist, werde ich dich auch mal. Aber ich höre schon wieder die nächsten Zombies. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Schuss mehr, oder? Ja, keinen Schuss mehr. Ich muss die Zombies definitiv hier reinlocken. Die brauchen dann auch eine Weile erst wieder rauskommen. Und muss hoffen, dass ich in den Waffenbaracken. Wir gehen erstmal hier hin. Ich gehe gleich in die Waffenbaracken. Ich gehe nochmal hier rein. Vielleicht ist ja hier was nachgespawnt. Ah, sieht nicht so aus. Oben will ich gar nicht erst gucken. Da gab es ja auch nur Kleinkram. Man kann natürlich die Zombies auch ein bisschen austricken und an die vorbeilaufen. Das geht auch. So, ich fange mal mit Absicht hinten an. Erste. Lauf aber erstmal hier hinten rum.
so, dass ich meine Stringerwaffe vorhin, dass sie weg war auf einmal. Das ist voll übel. Ich werde auf gar keinen Fall mit der M107 schießen. Die ist mir viel zu wertvoll. So. Ah, das sind schon wieder zu viele hier. Mist. Nein. Ich muss ja hier reinlocken. Ich kann ja mal hier drüben reingehen. Ist auch noch nichts gespawnt. Das finde ich. So, ich warte jetzt mal hier eine Weile. Bis die meisten hier reingekommen sind. Weil wenn die schön weit hier hinterlaufen, brauchen die genauso lange wieder zurückzukommen. So, da sind zwei. Da ist noch einer. Okay, ein bisschen schneller, mein Freund. Schrotflinten nehme ich nicht. So, der muss ich jetzt mal vorbeilassen. Dankeschön. Nee, hat keinen Sinn. Ich glaube, wir gehen weiter. Wir können da vorne nochmal in den Tower, in den Dings hier reingehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Zeug schneller spawnt. Ich war eine ganze Weile nicht. War ja dabei gewesen. Habe ich mich wohl getäuscht. Na gut, dann sollten wir lieber neue Gegenden untersuchen. Ah, es ist mir nichts, da unten läuft jetzt auch einer. Dann laufe ich lieber an denen hier vorbei. Wenn hier einer jetzt hochkommt. Da ist doch gar keiner reingekommen. Das ist ja super. So. Ja, laufen wir jetzt mal in den Wald hier und versuchen die Zombies abzuhängen. Indem man hier immer schön dicht an die Bäume lang und so Schlängellauf macht. Die bleiben dann irgendwie an die Bäume hängen. Also zumindest auf den meisten Servern. Wir haben auch noch keine Axt und nix. Ein Messer habe ich gerade mal. Könnte ich höchstens, ja, und ich glaube, die Zombies sind schon weg. Oder? Ja, seht ihr? Auto habe ich hier auch noch nicht gesehen. Naja, ist ja auch erst der Anfang. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich jetzt die Serie spielen werde, euch das mal alles, aber ich werde schon, es wird schon eine ganze Weile gehen, denke ich mal. Ich habe jetzt eh nichts Besseres im Moment zu tun. Man hatte erst überlegt, ein Gameplay zu machen, aber mir ist kein richtiges Spiel und bei Gameplays ist ja auch immer das Risiko so hoch, dass die Videos alle per Dritter betitelt werden, ne? Weil, ja, ist eben stärker. Und hier bei Let's Plays, wo ich hier auch kommentiere mit und so, da passiert das nicht so oft. Ist das da hinten ein, da ist ein Haus, okay. So. Da vorne war die Tankstelle, genau. Da sehe ich jetzt, aber können wir trotzdem mal gucken. Da könnte eventuell eine Toolbox rumliegen. Wenn natürlich auf diesem Server jetzt hier, ich werde das beobachten,
Also wenn hier den ganzen Tag und abends, heute ist ja Sonntag, und da müsste ja auf jeden Fall mal hier dann gegen Nachmittag oder abends dann einer mit raufkommen oder mehrere. Bis 50 Leute passen ja hier rauf. Und ich muss auch drauf achten, steht da eigentlich, wann der nächste Reset ist, aber ich glaube, das dauert ja noch eine Weile. So, was haben wir hier? Ja, wieder zu essen. Kann ich die noch mitnehmen? Die eine kann ich noch mitnehmen. Keine Toolbox, schade. Hier mal hier drüben gucken. Haben sie auch nichts hinterlassen. Ich glaube, der Surfer, ich meine, gut, wir haben ja schon richtig viel gefunden, ne? Wenn ich mal daran denke, damals das reine Visier, also kein Epoch, nichts, da warst du froh, wenn du eine Winchester gefunden hast oder so. Das hat auch schon ewig gedauert. Ja, die Stadt meinte ich da. Wir brauchen ja nur mal gucken. Ja, hier ist Elektro. Ach, meinte ich jetzt Elektro? Ja klar, nee. Chernobyl, Chernogos. Genau. Und Elektro ist hier hinten. Ja, und hier waren wir bei dem Airport. Chernobyl. Hier, genau. Die Stadt meine ich. Da will ich jetzt hin als nächstes. Und auch noch die Häuser, die uns hier auf dem Weg liegen. Die werden wir alle mitnehmen. Jetzt vielleicht da oben. Ja. Ich werde mal da diese große Fabrikhalle, die werde ich mal ansteuern. Da könnte eventuell auch noch was Interessantes geben. Ja, was ich sagen wollte, wenn jetzt auf den Surfer hier wirklich gar keiner raufkommt, ich werde das natürlich ein paar Tage beobachten. Dann wäre es wohl besser, dass ich dann einen anderen Surfer suche. Da kommt man nicht rein. In dem Haus hier auch nicht, ne? Nee. Hier auch nicht, okay. Das Haus ist zu. Mal hier rüber. Oder ist das jetzt so eine, auch so ein Fabrikgebäude, wo man nicht reinkommt? Also man kann hier schon mal hochgehen. Okay. Hier kann man nicht rein. Da ist ein Zombie. Ne, ich glaube, diesen Fabrikdings kommt man doch hier. Doch, doch. Man kommt hier rein. Ja, vielleicht finden wir hier ja eine andere Waffe. Da haben wir noch ein DMR-Magazin. Ah, das würde ich. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass ich. Moment mal, hatten wir nicht eine AK? Ne, eine Seiger haben wir jetzt. Ja, das DMR-Magazin packe ich mal vorne rein. Jetzt bin ich aber wirklich voll. Das ist traurig. Nicht das. So, das ist die Leiter. Ja gut, gehen wir doch mal da hoch.
sollte aber vielleicht mal hier oben in den. Da könnte es eventuell was geben. Jetzt kommt der Zombie hier, ne? Muss ich mich beeilen. Ja, der hat mich getroffen. Ist jetzt nicht so schlimm, wir haben genug Verbände gesammelt. Mache ich dann da oben. Und bloß gut, dass hier agiert hier hochgehen können. So, haben wir hier was? Hier haben wir nichts, aber hier können wir uns schnell mal verbinden. Ja, Streichhölzer und Messer haben wir bis jetzt. Messer brauchen wir natürlich auch zum Bauen. So, und ich gehe mal. Ja, Temperaturschwankungen hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Gott sei Dank. Gehen wir mal hier ganz oben hin. So, hier haben wir eine Rauchgranate. Was haben wir hier für Magazine? Auch wieder AK. Und ich wollte mich noch umziehen. Fällt mir gerade ein. Hier habe ich auch noch einen Platz. MP5, Rauchgranate, Militärlampe. Ich nehme mal das eine AK-Magazin mit. Nur falls ich... ich glaube, die Zombies können hier gar nicht hochkommen. Und ich muss schon wieder einen Schnitt machen. Ich gehe noch hier in die Hütte rein. Leider. Da hätten wir noch einen Verband. Makarov hatte ich jetzt nicht mitgenommen, ne? Ne, eine 1911er. So, den Verband können wir aber mitnehmen. Okay, Leute, dann sage ich mal hier an der Stelle, ich gucke hier gleich noch, was da für Munition drin ist. Sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.